1. Dezember 2018, 23.03 Uhr. Die deutsche Rodelmannschaft hat im ersten Rennen des Teamstaffel-Weltcups den zweiten Platz erreicht. Die deutsche Rodelmannschaft hat im ersten Rennen des Teamstaffel-Weltcups den zweiten Platz hinter Russland eingefahren. In der Besetzung mit Nathalie Geisenberger, Felix Loch und den Doppelsitzern Toni Eggert, Sascha Benecken mussten sie sich im kanadischen Whistler nur hauchdünn mit 0,090 Sekunden geschlagen geben. Dritter wurden die Kanadier mit 0,289 Sekunden Rückstand. Deutschland ist in diesem Wettbewerb Titelverteidiger.